So, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar der Deutschen Huntington-Hilfe. Ich bin Michaela Winkelmann, ich bin die Vorsitzende und habe an meiner Seite den Professor Dr. Matthias Dose in München, der uns heute zum besonderen Thema Umgang mit Sterbewünschen bei der Huntington-Krankheit einen Überblick geben wird und auch für Ihre Fragen zur Verfügung stehen wird. Herzlich willkommen, Matthias, und schön, dass du dabei bist. Nach einer kurzen Begrüßung werde ich eine Information geben, wie Sie sich als Teilnehmende an unserem Online-Seminar beteiligen können. Da werde einige Worte der Deutschen Huntington-Hilfe sagen und zu Matthias, bevor wir dann in den Vortrag einsteigen werden. Und abschließend werde ich Ihnen noch einige Ansprechpartner bei der Deutschen Huntington-Hilfe nennen. Und wir bleiben am Ende gegen 21 Uhr, abhängig von Ihren Fragen, zu denen ich Sie herzlich ermuntere, diese zu stellen. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Sie finden auf Ihrem PC am unteren Bildschirmrand den F- und A-Knopf mit den beiden Sprechblasen. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage einzugeben, gerne auch anonym, wenn Sie möchten. Wir werden dann während des Vortrages, werde ich irgendwie ein Auge drauf haben, ob Fragen eingegangen sind und die Fragen in Ihrem Namen vorlesen und Matthias bitten, diese zu beantworten. Und danach werden auch die Fragen für alle anderen sichtbar sein. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Einige Worte zur Deutschen Huntington-Hilfe noch vorab. Wir sind die Selbsthilfeorganisation und Patientenvertretung der Huntington-Familie in Deutschland. Uns gibt es schon seit 1970, seit über 50 Jahren. Wir sind bundesweit vertreten, auch regional in Landesverbänden und mit Kontaktpersonen regionalen Selbsthilfegruppen vor Ort ansprechbar für Sie. Wir haben eine zentrale Beratungsstelle in Duisburg, wo Sie sich gerne bei individuellen Fragen hinwenden können. Zu unseren Angeboten gehören neben den vielen Treffen zum Austausch mit Gleichgesinnten, Informationsveranstaltungen, auch Online-Seminare wie heute Abend, auch bundesweite Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen und mehr. Viele Informationen finden Sie auf unserer Internetseite, der Link am unteren Bildschirmrand zu sehen ist. Für unsere Mitglieder gibt es besondere Vorteile. Vorweg der Huntington Kurier, unsere Quartalszeitschrift, mit vielen Informationen aus dem Verein, auch Neuigkeiten drumherum. Wir haben Vergünstigungen für Mitglieder bei Veranstaltungen, beim Infomaterial und bieten auch finanzielle Unterstützung. Alles Weitere können Sie auch gerne hier nachlesen. Und ganz wichtig, je mehr Mitglieder haben, umso stärker ist unsere Stimme gegenüber Behörden und anderen politischen Vertretern. Ein Hinweis noch, nicht keine Werbung für Amazon an dieser Stelle, aber ein Hinweis für diejenigen, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind und diese bei Amazon einkaufen würden. Sie können über Smile Amazon eine Spende an die DHH schicken und dass Ihnen selbst mehr Kosten entstehen. Darüber freuen wir uns sehr. Das war schon von meiner Seite. Ich stoppe das mal. Genau, zur Einleitung, uns vorzustellen. Professor Dr. Matthias Dose, in München habe ich schon gesagt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute Abend. Wir kennen uns schon vielen Jahren. Du warst lange Zeit ärztlicher Direktor am Huntington-Zentrum in Taufkirchen, bist noch immer aktiv in der Beratung und Unterstützung der Familien und auch in unserem Verein seit vielen Jahrzehnten aktiv, als Sprecher unseres wissenschaftlichen Beirats und auch im Landesverband Bayern sehr, sehr aktiv gewesen über viele, viele Jahre. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist für das sehr spezielle Thema und dass wir den Raum heute haben, darüber zu reden. Kein einfaches Thema und dass du uns da zur Seite stehst. Ich übergebe dir das Wort, Matthias. So, ja, vielen Dank und auch von mir einen Gruß in die Runde. Ist ja kein ganz einfaches Thema. Ich habe eine Fülle von Material zusammengetragen. Das sind zum Teil auch Folien mit viel Text. Die werde ich nicht jedes Mal im Einzelnen vorlesen, sondern ich habe mit Michaela Winkelmann ausgemacht, dass ich die Präsentation dann auch als PDF-Dokument zur Verfügung stelle und dass sie zumindest auf Anfrage, wen es also im Detail interessiert, auch angefordert werden kann. Dann würde ich jetzt mal gucken, meinen Bildschirm freizugeben. Das sieht gut aus. Jetzt noch im Präsentationsmodus. Genau. So, auf aktuelle Folie. Genau. Ist, glaube ich, sichtbar. Und also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand individuelle Anliegen und Fragen hat, dazu ist hier auch nochmal meine E-Mail-Adresse angegeben, kann man sich auch gerne an mich wenden.
was ist mein persönlicher Bezug zu diesem Thema? Als ich 1980 in der Klinik am Max-Planck-Institut angefangen habe, wurde mir bei einem Stationswechsel ein 18-Jähriger übergeben mit der angeblichen Diagnose Angstneurose. Es hat sich dann aber im weiteren Verlauf herausgestellt, der junge Mann hatte eine beginnende Huntington-Krankheit mit entsprechenden psychischen Symptomen. Der Vater war unter der Fehldiagnose einer Schizophrenie in einem bayerischen Bezirkskrankenhaus verstorben. Und es wurde also klar, es ist Huntington. Dann war ich ein eifriger Jungmediziner und wollte mich schlau machen, was kann ich denn jetzt für meinen Patienten tun? Und kam also so in Kontakt unter anderem mit dem Professor Weindl, der uns ja auch bis heute verbunden ist, und eben auch mit einer Frau Vorwerk, mit der ich dann 1985 den bis heute bestehenden Landesverband Bayern gegründet habe. Und die Frau Vorwerk war zu diesem Zeitpunkt Risikoperson. Als sie noch völlig geistig und körperlich gesund war, hat sie mir immer wieder erklärt, dass sie im Falle einer Erkrankung, und sie kannte das von ihrer Mutter, die als Pflegefall in einer psychiatrischen Klinik verstorben war, dass sie dann nicht mehr weiterleben wolle. Ihre Begründung war, wenn ich Familie hätte, die bereit wäre, sich um mich zu kümmern, dann wäre das was anderes. Aber der Gedanke, und sie war eine, wenn man so will, vornehme Dame, dass fremde Personen sich an ihrem Körper als bettlägerige Frau zu schaffen machen würden, das war für sie unvorstellbar. Dann wurde ab 1987 bei ihr die Krankheit manifest. Zunächst mal gab es psychische Veränderungen, dann aber auch neurologische Symptome. Und dann hat sie also ab Jahresbeginn 1988 mich immer wieder darum gebeten, ihr doch bei der Beendigung ihres Lebens behilflich zu sein. Jung und unerfahren zu dieser Zeit und auch in Kenntnis der damals bestehenden Rechtslage war meine Antwort damals, ich kann das nicht und ich darf das nicht. In der Folgezeit war sie dann dreimal Patientin bei mir auf der geschlossenen Station nach misslungenen Suizidversuchen mit Tabletten. Und mir war jedes Mal klar, wenn ich sie entlasse, wird sie es wieder versuchen. Wenn ich ihr aber die Entlassung verweigere und sie unter damals Vormundschaft stelle und in ein Pflegeheim einweisen lasse, dann mache ich ja doch genau das, wo sie mir immer klipp und klar gesagt hat, das möchte ich so nie und nimmer erleben. Und das Ende war dann eben ein im November 1988 vollendeter Suizid, bei dem sie sich nachts aufrecht vor einem Zug in der Nähe einer bei ihrem Haus vorbeiführenden Bahnstrecke gestellt hat, was ja an sich schon eine schreckliche Vorstellung ist, wie verzweifelt man sein muss, um sowas zu tun. Und was ja dann außerdem, auch dazu hatte ich reichlich Gelegenheit in meinem Psychiaterleben, nämlich Begutachtung von Lokführern und Menschen, die eben dann ungewollt sozusagen Mittäter einer solchen Suizidhandlung werden und bei denen sich dann unter Umständen auch noch psychische Störungen entwickeln. Und also durch dieses Schicksal und die Erfahrung und dann eben auch durch die Arbeit mit der Huntington-Hilfe mit zahlreichen ähnlichen Schicksalen konfrontiert, hat sich meine persönliche Einstellung dahingehend geändert, dass es nach meinem Verständnis, und das ist mein Verständnis und nicht das allgemeine Verständnis, zu ärztlichen Aufgaben gehört, sich bei Menschen, die vergleichbar zu Frau Vorwerk frei verantwortlich unter definierten Bedingungen sich entscheiden, ihr Leben zu beenden, dass man denen dabei behilflich sein soll und dass das eine ärztliche Aufgabe ist, zunächst mal einen sogenannten assistierten Suizid zu ermöglichen. Also so viel zu meinem persönlichen Hintergrund. Und jetzt war es eben, also dann vielleicht auch nochmal, was sind da die unterschiedlichen Definitionen? Es gibt eben die aktive Sterbehilfe,
Tötung auf Verlangen. Also der Patient wünscht sich vom Arzt, gib du mir eine Spritze, leg du mir eine Infusion mit Medikamenten oder hilf mir auf andere Art und Weise, dass ich nicht mehr weiterlebe. Diese aktive Sterbehilfe und die Tötung auf Verlangen ist in Deutschland nach wie vor verboten, ist auch in den meisten europäischen Ländern verboten, mit einigen ganz wenigen Ausnahmen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Dann gibt es den unklaren Begriff der Sterbehilfe. Darunter verstehen zum Beispiel Palliativmediziner. Unten haben wir nochmal die palliative Sedierung. Dass wenn Sie also auch irgendwann mal zu der Auffassung gelangen, das macht so keinen Sinn mehr, dass Sie dann eben Medikamente in höherer Dosierung mit der Absicht sozusagen einsetzen, den Tod herbeizuführen. Dann gibt es eben die Sterbebegleitung. Da bin ich sehr froh, dass beispielsweise in der Klinik in Taufkirchen mit interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Berufsgruppen Fortbildungsmaßnahmen in der Richtung durchgeführt wurden, um eben, wie ich das im Laufe meiner ärztlichen Tätigkeit auch vielfach erlebt habe, weil wir eben heutzutage überhaupt nicht mehr gewohnt sind, uns mit Sterben und dem Thema Tod zu konfrontieren, dass dann also die Menschen am besten ins Badezimmer geschoben werden und dann schaut man noch maximal einmal am Tag rein und eine höchst unwürdige Art und Weise der Lebensbeendigung. Und da ist eben sehr sinnvoll, eine qualitätsvolle Sterbebegleitung durchzuführen, wo dann eben auch medizinische, pflegerische und sonstige Maßnahmen des Sterbebeistandes und der Symptomlinderung geleistet werden. Dann, und das wird uns heute im Wesentlichen auch beschäftigen, der ärztlich assistierte Suizid, nämlich dass ich als Arzt dem Patienten behilflich bin, ihm die Medikamente bereitzustellen, die er benötigt, um sein Leben zu beenden. Dann, auch das will ich heute noch mal kurz streifen, da habe ich ja schon vor Jahren mal einen Ärzteblattartikel an die Huntington-Hilfe weitergegeben, nämlich der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Gerade bei Huntington-Betroffenen, wenn sie wegen ihrer Schluckstörungen vor der Alternative stehen, Magensonde, Infusionsbehandlung etc. Was hat es mit dem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit auf sich? Ist das so ein schreckliches Ende, wie es gemeinhin sozusagen befürchtet wird? Oder gibt es Möglichkeiten und Maßnahmen, wie man auch mit diesem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit auf eine schmerzfreie, aber eben dann auch wirkungsvolle Art und Weise sein Leben beenden kann? Und dann, das gehört ja auch wieder so ein bisschen in den Bereich Sterbehilfe, die sogenannte palliative Sedierung. Eine, ich sage es jetzt mal frei heraus aus meiner Sicht, etwas verlogene Art und Weise, wie auch Palliativmediziner, die also sonst mit erhobenen Händen, um Gottes Willen, assistierter Suizid ist keine ärztliche Aufgabe, sich sozusagen um die ethischen Dilemmata und Fragen herumschlängeln und letztlich dann doch Sterbehilfe leisten. Genau, dann nochmal, also assistierter Suizid, die Beihilfe zur Selbsttötung. Das setzt aber voraus, und da sind wir bei Huntington, gerade wenn es dann um die fortgeschrittensten Stadien geht, wo unter Umständen jemand gar nicht mehr in der Lage ist, einen Becher mit aufgelösten Medikamenten zu schlucken oder aber auch den Schalter an einer Infusionspumpe anzumachen, damit sozusagen die Medikamente in seinen Körper gelangen. Das ist eigentlich nach wie vor verboten. Also was sozusagen, wir werden darauf zu sprechen kommen, mit BGH oder Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Februar 2020 bestätigt wurde, ist, dass die Beihilfe zur Selbsttötung nicht, wie es vorher war, ein Straftatbestand ist. Also in Deutschland sowieso die Selbsttötung, außer aus Sicht bestimmter Religionen und Kirchen, die das also nach wie vor für eine Todsünde halten, ist juristisch die Selbsttötung nicht strafbar.
Und auch wenn ich jetzt als Angehöriger etc. Jemanden dabei helfe und das kommt irgendwie raus, ist auch zunächst mal kein Straftatbestand. Was ein Straftatbestand war im Paragraphen 217, was eben 2020 dann wieder ausgehebelt wurde, war, dass das sogenannte strafrechtliche Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz, also im Grunde genommen war die Tätigkeit von Sterbehilfevereinen etc. letztlich unter Strafe gestellt. Und das hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 26. Februar 2020 sozusagen aufgehoben und diesen Paragraphen, nämlich das Verbot geschäftsmäßiger Suizidassistenz, für verfassungswidrig erklärt. Im Beitext zu diesem Urteil sind aber eben noch viele Elemente enthalten, nämlich insbesondere die Betonung der Freiverantwortlichkeit und dass es jedem Menschen zusteht, wenn er frei verantwortlich entscheiden und handeln kann, seinem Leben ein Ende zu setzen, selbst dann, wenn die von ihm dafür vorgebrachten Gründe anderen nicht stichhaltig und ausreichend erscheinen mögen. Und im Moment, und auch darauf gehe ich so ein bisschen ein, haben wir also in Politik, bei den Fachgesellschaften und auch sonst in der Gesellschaft eine lebhafte Debatte darüber, was sich denn aus diesem Urteil an gesetzgeberischem Handlungsbedarf ergibt. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich explizit nicht gefordert, dass der Gesetzgeber jetzt ein Gesetz zur Sterbehilfe oder sonst was erlassen müsse, sondern hatte lediglich darauf hingewiesen, dass es die Aufgabe der Politik sein könne, sogenannte prozedurale Regularien zu erlassen. Also wie kann dann sozusagen nach der Aufhebung des Verbots der geschäftsmäßigen Suizidassistenz, wie soll das Ganze sozusagen vom Prozedere her gestaltet werden? Hier nochmal das Urteil. Also wie schon gesagt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, und das war eben durch diesen bisherigen Paragraphen 217 aufgehoben, umfasst als Ausdruck der persönlichen Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und so weiter. Und die Entscheidung des Einzelnen etc., seinem Leben ein Ende zu setzen, ist als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Und diese Freiheit umfasst auch die Freiheit, dafür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Dann heißt es weiter, auch staatliche Maßnahmen, die eine mittelbare oder faktische Wirkung entfalten, können Grundrechte beeinträchtigen und müssen daher von Verfassungswegen hinreichend gerechtfertigt sein und so weiter. Und dass eben das bisherige Verbot sozusagen der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung es den Suizidwilligen faktisch unmöglich macht, eine von ihnen gewählte Suizidhilfe, wenn sie denn geschäftsmäßig angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Dann heißt es eben, also das ist sozusagen bei der Zumutbarkeitsprüfung ist zu berücksichtigen, dass sich das in einem Spannungsfeld sozusagen bewegt. Die Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht desjenigen, der sich in eigener Verantwortung entscheidet, sein Leben zu beenden und so weiter, das muss eben sozusagen beachtet werden. Der hohe Rang, den die Verfassung der Autonomie und so weiter beimisst, ist geeignet, den präventiven, auch mit Mitteln des Strafrechts, Schutz zu rechtfertigen. Wenn aber die Rechtsordnung bestimmte für die Autonomie gefährliche Formen unter Strafe stellt, muss sie sicherstellen, dass trotz des Verbots im Einzelfall ein Zugang zu freiwillig bereitgestellter Suizidhilfe real eröffnet bleibt und dass dem eben der bisherige Paragraph 217 nicht entsprochen hat. Und es wird, und damit kann man auch die ganzen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen beruhigen, die sagen, um Gottes Willen, das ist keine ärztliche Aufgabe. Niemand kann verpflichtet werden, Suizidhilfe zu leisten. Es ist also keine Leistung, die ich von einem Arzt, den ich aufsuche, sozusagen einfordern kann.
Gut, dann gibt es hier einen Kommentar von einem Professor für Strafrecht und so weiter, der das Ganze eben auch nochmal aushandelt. Das lese ich jetzt nicht im Einzelnen vor, gehört dann zu den Texten, die jeder, wenn er möchte, sozusagen nachlesen kann. Es wird eben hier gesagt, der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass eben manche Menschen sozusagen den modernen medizinischen Methoden das Leben oder das Sterben hinauszuzögern nicht näher treten will, dass es für diese Menschen aber schwierig ist, sich sozusagen einem derartigen Zugriff am Lebensende zu entziehen und dass das der Hintergrund ist, warum eben Vereinigungen wie Dignitas und so weiter selbstbestimmtes Sterben ins Leben gerufen worden sind und eben auch die Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas wird hier benannt. Und um das zu verhindern, war eben in 2015, also 5 Jahre vor dem jetzigen Urteil aus 2020, die Norm erlassen worden, mit der die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe gestellt worden ist. Dagegen sind Argumente immer vorgebracht worden, nämlich sozusagen, dass auch im Rahmen der Palliativmedizin schwerstkranke Menschen bereits höhere Dosierungen von Medikamenten bekommen, mit denen sie sich das Leben nehmen könnten. Und dass es eben sozusagen einen Eingriff in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben darstellen würde. Und diesbezüglich hatte eben schon, also vor dem Urteil, nämlich in 2018, das Bundesverwaltungsgericht dieses Recht in deutlichen Worten bestätigt und daraus hergeleitet, dass ein schwerstkranker Patient in Notfällen auch Anspruch auf todbringende Medikamente haben kann. Da haben wir ja nach wie vor eine hochinteressante Geschichte, weil ja eigentlich die Konsequenz aus diesem BVG-Urteil aus 2020 gewesen wäre, wenn der Gesetzgeber mir das Recht zubilligt, meinem Leben ein Ende zu setzen, wenn ich es frei verantwortlich entschieden habe, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, an die entsprechenden zum Beispiel Medikamente ranzukommen. Und eines der Medikamente, was also in der Schweiz, Dignitas etc. am häufigsten angewendet wird, ist das Medikament Pentobarbital, ein Barbituratpräparat, was es bei uns seltsamerweise nur noch für die Tiermedizin gibt. Und dann gab es also Anträge von Menschen, die frei verantwortlich ihr Leben beenden wollte, an das Bundesamt für Arzneimittel, dass man ihnen doch bitteschön dieses Medikament herausrücken möge. Und da hat angefangen mit dem damaligen Gesundheitsminister Spahn, der hat es also dem BfArM verboten, dieses Medikament rauszurücken. Dagegen gibt es mittlerweile zahlreiche Klagen, die also in der Zwischenzeit nach meiner Kenntnis bis zu den Oberlandesgerichten gediehen sind. Und jetzt hat man da aber, also das Verbot besteht weiter. Also auch Herr Lauterbach hat es bislang nicht aufgehoben als Gesundheitsminister. Und die Gerichte machen jetzt einen netten Trick und sagen, naja, dadurch, dass wir ja jetzt die assistierte Sterbehilfe wieder freigegeben haben, finden die Menschen ja auch Ärzte, die Alternativen anbieten können. Also es muss gar nicht mehr die Freigabe von Pentobarbital durch das BfArM ist gar nicht mehr notwendig, weil es ja dazu Alternativen gibt. Ein Problem dabei ist, dass der Vorteil von Pentobarbital, und deswegen wird es eben zum Beispiel in der Schweiz auch so häufig angewendet, ist, dass ich das auch nicht nur als Infusion anwenden kann, sondern das kann ich auch als Pulver in einer Flüssigkeit auflösen, unter einem Pudding, unter einen Brei mischen, wie auch immer, und dann selbstständig zu mir nehmen. Und diese Möglichkeit besteht mit vielen der anderen gängigen Narkotika, Barbituratpräparate etc. besteht ebenso nicht. Also wäre es durchaus sinnvoll und es bleibt abzuwarten, ob da irgendwann nochmal höchstrichterlich auf Bundesebene eine Entscheidung fällt, ob man nicht dann doch auf dieser Freigabe von Pentobarbital bestehen kann. Gut, das will ich jetzt hier alles nicht referieren. Also das ist immer noch der Text von diesem Rechtswissenschaftler.
der eben auch sagt, in der mündlichen Beurteilsbegründung sind eben die Belange der Betroffenen in den Mittelpunkt gestellt werden, dass die Ausführungen zu Sterbehilfevereinen und Ärzten, die sich eingeschränkt gefühlt hätten, deutlich kürzer ausgefallen sei, aber auch die ambulante Palliativmedizin sei durch das Urteil gestärkt worden. Warum? Weil in den Ausführungen eben auch gesagt wird, dass zur Entscheidung über den juristisch nicht sehr oder medizinisch nicht sehr klaren Begriff der Eigen- oder Freiverantwortlichkeit auch gehöre, dass die Menschen über Alternativen zur Lebensbeendigung, Palliativmedizin, Schmerzmedizin und ausreichend informiert sind. Und insofern wurde also auch die ambulante Palliativmedizin durch das Urteil gestärkt. Gut, das kann man dann alles nachlesen. Darüber gibt es natürlich die heftigsten Diskussionen. Da ist also einmal die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und Nervenheilkunde, die also auf der einen Seite interessanterweise, ich weiß das von ihrem Präsidenten Herrn Pollmecher, gegen erhebliche Widerstände mal eine Umfrage unter den Mitgliedern durchgeführt hat, wo also eine Mehrheit dem durchaus wohlwollend gegenübersteht, dass es diese Möglichkeit geben soll. Befragt, ob sie selber denn bereit wären, Assistenz sozusagen zu der freiverantwortlichen Entscheidung, nicht mehr weiterleben zu wollen, zu leisten, verhalten sich aber die meisten zurück. Also das sind deutlich weniger als die grundsätzlichen Befürworter. Und die DGPPN, das ist auch neulich nochmal auf einem Hauptstadtsymposium deutlich geworden, die nimmt da also eine sehr restriktive Position ein. Aus dem Blickwinkel der Psychiatrie, wenn man gutherzig ist, insofern verständlich, als natürlich wir Psychiater, wenn wir also mit Sterbewünschen konfrontiert werden, haben wir es ja in der Regel mit depressiven Patienten, Menschen in einer psychischen Krise etc. zu tun. Und deswegen kommt da also immer das Argument, das kommt auch später nochmal irgendwo als Zahl, dass also 90% der Suizide läge irgendwie eine psychische Verursachung zugrunde. Und deswegen sehen Sie sich also berufen, hier ganz entscheidend mitzumischen und schlagen also in diesen Eckpunkten, also hier steht es ja nochmal, 90% der tödlichen Suizidhandlungen liegen psychische Störungen, insbesondere Depressionen zugrunde und so weiter. Und bei Depressiven muss man sich natürlich fragen, inwieweit die wirklich sozusagen frei verantwortlich das entscheiden können, weil eben die Todessehnsucht auch zu den Symptomen einer Depression gehören kann. Und aus diesem Blickwinkel wird eben gesagt, ja, also das hat auch in einer Randnummer, wird das in dem Urteil auch so ausgeführt, wobei schon die Ausführung nach Einschätzung sachkundiger Dritter, und das ist eben in dem Fall die Fachgesellschaft DGPPN, kommt eben das mit den tödlichen Suizidhandlungen liegen in 90% psychische Störungen, vor allem Depressionen zugrunde. So, und was ist aber die Wirklichkeit? Das ist der aktuelle Bericht aus 2021. Die Niederlande sind da sehr vorbildlich und veröffentlichen also jährlich einen Bericht über das zurückliegende Jahr, über die ganzen Zahlen, Daten, Fakten zur Sterbehilfe in den Niederlanden. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, was sind denn die Gründe, warum Menschen Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen? Dann haben wir also hier 4.684 Krebserkrankungen. Dann haben wir 501 Erkrankungen des Nervensystems, also amyotrophe Lateralsklerose, schwerer Parkinson, Huntington-Krankheit und. Das hat noch nichts mit Psychiatrie zu tun. Herz-Kreislauf-Gefäße, Lungenerkrankungen, Kumulation von Altersbeschwerden. Und jetzt erst kommen wir überhaupt in den Bereich der Psychiatrie. Und da geht es aber über Demenz,
und nicht um Depressionen und die psychiatrischen Erkrankungen bei den Menschen, die um Suizidassistenz oder Beihilfe zum Sterben bitten. Das ist eben, also wenn Sie jetzt mal diese Tortenstückchen sich hier anschauen, ein verschwindend geringer Teil. Und deswegen sage ich jetzt mal sehr zugespitzt, wenn es um Sterbewünsche von Schwerstkranken geht, da hat die Psychiatrie eigentlich nichts verloren, weil das hat in der Regel nichts mit dem zu tun, was der Psychiater eben im Wochenenddienst Max-Planck-Institut immer 5 bis 10 Menschen in der internen Notaufnahme, 10 Tabletten Valium mit 2 Gläsern Cognac, sogenannte parasuizidale Handlungen und. Das verstehe ich durchaus, dass man da eben sagt, diesen Menschen soll niemand sozusagen unbesehen zum Sterben verhelfen. Und dann kommt ja auch immer das Beispiel, die 13-Jährige mit Liebeskummer, die dann womöglich auch vom Arzt Medikamente verschrieben bekommt. Aber das sind alles in meinen Augen ziemlich herbeigezogene Argumente. Und also nur, um das nochmal zu belegen, und warum? Ich meine, diese 90% tödlichen Suizidhandlungen, das sind die sogenannten wilden Suizide. Eben Suizide von Menschen, die keine Hilfe in Anspruch nehmen, sondern sich von Brücken stürzen, sich strangulieren, vor die Eisenbahn schmeißen und. Also, und deswegen sage ich sehr zugespitzt, mit dem Thema assistierter Suizid, Sterbewünsche am Ende eines Weges einer schweren körperlichen Erkrankung, hat eigentlich die Psychiatrie ehrlicherweise nicht so viel zu schaffen, wie sie sich einbildet. Aber sie möchte natürlich gerne mitmischen und deswegen also DGPPN-Stellungnahme. Die Suizidhilfe kann nicht freigegeben werden, ohne die besondere Situation und Vulnerabilität in den Blick zu nehmen, entsprechende Mechanismen zum Schutz vorzusehen. Und was sind dann sozusagen Ihre Ideen zum Schutz? Nämlich, dass man also 2 fachpsychiatrische Gutachten beibringen muss innerhalb von 6 Monaten, die einem bestätigen, dass man nicht psychisch krank ist und dass man keiner Einschränkung seiner Freiverantwortlichkeit unterliegt. Und dann muss das Ganze vor Gericht vorgetragen werden. Und wenn das Gericht sich dann von den beiden Gutachten überzeugen lässt, dann hat man 6 Monate Zeit, um das zu machen. Und wenn man diese Frist verstreichen lässt, muss die ganze Prozedur nochmal von vorne anfangen. Also so ist die Idee der DGPPN. Und ich meine, gerade nochmal auf diese Frist bezogen, das Interessante ist ja, und so ist auch meine Erfahrung, wenn Menschen, ich komme jetzt nochmal zurück auf meine Frau Vorwerk, in dem Moment, wo sie sich sicher fühlen, ich habe da jemanden, der mich verstanden hat und der mir, wenn es soweit ist, auch helfen wird, dann tritt dieser Sterbewunsch erstmal in weite Ferne. Dann ist er plötzlich nicht mehr so virulent, weil ich ja das gute Empfinden habe, wenn es jemals soweit sein sollte, dann bin ich da sozusagen in sicherem Fahrwasser und in guten Händen. Und deswegen ist natürlich auch diese Fristenlösung was völlig Absurdes, also dann zu verlangen. Und da, es heißt ja immer, ja, dann gibt es gesellschaftlichen Druck. Jemand will nicht als Pflegefall zur Last fallen. Also diese Lösung, die würde aus meiner Sicht erst recht gesellschaftlichen Druck erzeugen, dass wenn ich dann mal mit meinen Gutachten und bei Gericht durch bin, dann muss ich aber auch schnell handeln, weil sonst geht alles wieder von vorne los. Okay, also dann verlangen Sie also tatsächlich ein gerichtliches Verfahren und unter Umständen eben, wenn es Anhaltspunkte für die Einschränkung der Willensbildung gibt, Gutachten, Sachverständiger mit psychiatrischer Kompetenz und so weiter. Gut, ich mache jetzt, das ist alles noch hier Text und dann sind Sie natürlich auch dagegen, dass man also die sogenannten geschäftsmäßigen Angebote von assistierten Suiziden, das will sie auch nicht. Dann gibt es von einem eigentlich guten Freund von mir, Professor Cording und Herrn Sass, einem Forensiker aus Münster, gibt es also auch einen Kommentar und die kommen also auch mit, man braucht mindestens 2 psychiatrische Gutachten und. Sie definieren, was denn sozusagen zu der sogenannten freien Willensbildung gehört.
nämlich es soll ausgeschlossen sein, dass eine psychische Störung die freie Willensbildung beeinflusst. Es soll ausgeschlossen sein, dass die Menschen über die Möglichkeiten der Behandlung ihrer Krankheit mangelhaft informiert, aufgeklärt und beraten sind. Es soll dann auch geprüft werden, ist es wirklich sozusagen ein Spontanentschluss oder ist es eine Dauerhaftigkeit dieser Entscheidung? Wie steht es um die innere Festigkeit des Wunsches? Und dann sollen auch noch psychosoziale Einflussnahmen, Pressionen, also das, wenn jetzt mein Nachbar im Pflegeheim sein Leben ein Ende gesetzt hat und ich bin ja noch viel pflegebedürftiger als der und falle allen nur zur Last, jetzt muss ich das auch tun, was ich für etwas konstruiert halte, aber okay. Also das soll dann sozusagen alles ausgeschlossen sein. Und wer ist fachlich zuständig? Das können also nur kompetente Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie machen und bei Minderjährigen sowieso Kinder- und Jugendpsychiater. Gut, immerhin räumen sie ein und das habe ich meiner beharrlichen Bearbeitung von Cording zu verdanken, nämlich mit meinen Huntington-Beispielen, dass es heißt, im Terminalstadium körperlicher Erkrankungen sollen Ausnahmeregelungen ermöglicht und etabliert werden. Gut, also das. Und dann also kategorische, dass also sie nicht so kategorisch die ärztliche Suizidassistenz ablehnen, sondern dass das eben sozusagen breit diskutiert werden soll. Dazu gibt es dann interessante Kommentare, die lese ich jetzt hier auch nicht alle vor, aber da ist also die Frau Henking, Mitglied der Kommission Ethik und Recht, die also immerhin sagt, es ist vom Gesetzgeber gar nicht verlangt, dass wir gesetzliche Regelungen schaffen, sondern also, und sie kritisiert eben die Stellungnahme der DGPPN mit dem aus meiner Sicht auch von mir völlig nachvollziehbaren Argument, dass diese Stellungnahme bedeutet, dass jeder Wunsch nach Selbsttötung unter den Verdacht des Pathologischen gestellt wird. Und das ist ja genau auch bei Huntington und hier wird als Beispiel eben die amyotrophe Lateralsklerose und so weiter genannt. Und da sagt sie ganz klar, das ist zweifelhaft, ob das der Gesetzgeber wirklich so gemeint hat, dass man also grundsätzlich jeden Wunsch nach Lebensbeendigung pathologisiert. Und das kritisiert sie dann eben in verschiedenen Punkten. Auch das Ganze mit der Begutachtung und so weiter, Arbeitsteilung zwischen Gericht und Sachverständigen etc. pp. Dann noch in dubio pro vita, das kommt also auch immer wieder, dass doch also schon Hippokrates dem Arzt auferlegt habe, er dürfe nicht Sterbehilfe leisten, sondern er muss also die Menschen kurieren und therapieren und so weiter. Und dass das eben auch, wenn die DGPPN sich auf diese ärztliche Verpflichtung zur Lebenserhaltung beruft, dass das eben im Grunde genommen gegen die Freiverantwortlichkeit steht und dass das eben nicht zusammenpasst und so weiter. Dann, und das finde ich jetzt gerade noch für unser Gebiet der Huntington-Krankheit sehr interessant. Ich hatte ja angesprochen, dass es ja unter Umständen sein kann, dass also manche Patienten, wenn sozusagen der Zeitpunkt eingetreten ist, den sie, ich komme da noch drauf, in ihrer Patientenverfügung näher benannt haben. Ich bin nicht mehr in der Lage zu kommunizieren. Ich bin bettlägerig und kann ohne Hilfe nicht mehr aufstehen. Ich muss rundum gepflegt, gewaschen, versorgt werden und. Nahrungsaufnahme ist mir nicht mehr möglich. Kommunikation ist mir nicht mehr möglich. Dann kann es natürlich sein, dass die Menschen gerade bei der Huntington-Krankheit zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in der Lage sind, sozusagen die letzte Hand anzulegen, die ja im Moment noch die Grenzlinie zwischen assistiertem Suizid und aktiver Sterbehilfe darstellt. Und da gab es also einen interessanten Fall, wo der BGH eine Frau freigesprochen hat, die zuletzt ihrem Mann auch noch eine tödliche Dosis Insulin gespritzt hat. Und das hat der BGH
mit einigen juristischen Winkelzügen dann doch so ausgelegt, dass sie gesagt hat, sie hat letztlich straflose Beihilfe zum Suizid geleistet. Also da macht der Gesetzgeber zumindest schon mal ein Türchen auf, in das wir, denke ich mal, noch gewaltig reinstoßen müssen, dass es nämlich auch Regelungen dafür geben muss, wenn jemand frei verantwortlich die Bedingungen definiert hat, unter denen er nicht mehr weiterleben möchte, aber zum Zeitpunkt des Eintritts dieser Bedingungen nicht mehr in der Lage ist, sozusagen die letzte Hand, wie es noch vom Gesetzgeber gefordert wird, selbst anzulegen. Gut, dann gibt es hier noch einen weiteren Artikel, wo also ein Kollege, der ist, glaube ich, auch Ethiker und so weiter, über den ärztlich assistierten Suizid als Bestandteil der ärztlichen Praxis und sich auch wiederum sehr negativ oder ablehnend äußert, dass die Mehrheit aller Ärzteorganisationen das als nicht mit der ärztlichen Tätigkeit vereinbar ablehnt. Also da gibt es einen verheerenden Kommentar von Herrn Montgomery, der war mal der Vorsitzende des Marburger Bundes, ist mittlerweile der Vorsitzende des Weltärzteverbundes, der sich also nicht zu schade war zu erklären, ja, das mit dem ärztlichen assistierten Suizid sei keine ärztliche Aufgabe, sondern das könne man ja den Klempner machen lassen, wo also doch also Hochachtung und Ehrerbietung gegenüber betroffenen Patientinnen sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Aber es ist nach wie vor so, dass das also von der überwiegenden Zahl von weltweiten Ärzteorganisationen als nicht vereinbar mit ärztlicher Tätigkeit abgelehnt wird. Und das führt er eben hier alles weiter aus und so weiter und so weiter. Also das überspringe ich jetzt mal, weil das kann man alles nachlesen. Dann auch interessant, dass also die Begleituntersuchung zeige, dass in Ländern, wo das Ganze liberal gehandhabt wird, ein Anstieg der Fallzahlen vorliegt. Das ist sachlich auch zutreffend, weil eben die Menschen doch zunehmend davon sozusagen Gebrauch machen. Und er nimmt dann an, also hochgerechnet auf die Bundesrepublik, hätten wir es also mit 8.000 Fällen pro Jahr anzunehmen und die Liberalisierung der Suizidassistenz würde die Letalität, also die Sterblichkeit durch Suizide erhöhen. Und das ist ja nach wie vor, also da habe ich mich auch sehr bemüht, an Zahlen, Fakten und Daten ranzukommen, nämlich also wünschenswert wäre ja eigentlich, dass mit der Liberalisierung des Rechts auf freie Entscheidung zum Lebensende die Zahl der sogenannten wilden Suizide abnimmt. Das ist aber so nicht nachweisbar. Also auch in den Niederlanden bleibt die Zahl der Suizide relativ konstant, während eben die Zahl der Sterbehilfe und assistierten Suizide zunimmt. Und das führt mich wieder ein bisschen darauf zurück, dass eben doch die Mehrzahl, insofern hat die DGPPN ja nicht Unrecht, der wilden Suizide, da würde ich tatsächlich sagen, das sind Menschen mit psychischen Problemen und psychischen Störungen. Und da braucht man eben tatsächlich verbesserte Suizidprophylaxe und andere Maßnahmen, um das weiter einzudämmen. Okay. So, dann also Fazit dieses Ethikers, also Senckenberg in Frankfurt, den können wir morgen gleich mal besuchen, Michaela, Professor Sahm, Institut für Geschichte und Ethik der Medizin und so weiter. Also er ist da grundsätzlich dagegen, widerspricht den Prinzipien medizinischer Ethik und so weiter. Es gibt keine Notwendigkeit, dem Begehren Folge zu leisten und so weiter und so weiter. Die Rückweisung steht in guter Übereinstimmung mit den Prinzipien des Weltärztebundes. Also das vielleicht nur, um auch der Zuhörerschaft etwas zu verdeutlichen. Was ist denn, wie denkt denn sozusagen die ärztliche Gemeinde über dieses Thema und warum es unter Umständen schwierig sein kann, jemanden zu finden, dem man sich da vertrauensvoll zuwenden kann. Gut, ich mache jetzt hier mal eine erste Diskussions- und Fragepause.
Also bisher wurden keine Fragen eingetragen, aber gerne nutzen Sie die Gelegenheit, unten am Bildschirmrand den F- und A-Knopf zu verwenden, Ihre Fragen zu stellen. Solange die Kollegen noch eingeben, die Zuschauerinnen, gibt es denn jetzt aktuell politische, weiß ich, Kreise, die sich dem Thema weiter annehmen? Also die Ärzteschaft hat gehört. Ja, also da komme ich noch drauf. Es gibt aktuell drei Gesetzentwürfe, deren Charakteristikum ist im Unterschied zu sonstigen Politgebaren in unserer Republik, dass sie fraktionsübergreifend sind. Also es gibt Gesetzentwürfe, da sind Linke, Grüne und FDP und CDU und SPD da zusammen. Ja. Und dann gibt es aber Gesetzentwürfe, die sind konträr dazu, haben aber auch bilden das gleiche Parteienspektrum ab. Ich komme dann nachher noch drauf zu sprechen. Okay. Jetzt gibt es keine Fragen, von daher denke ich, machen wir weiter, wenn eine Frage. Dann mache ich weiter. Was sind dem gegenüber die Ups, aha, da fehlt, komisch, das passiert manchmal bei diesen PowerPoint-Präsentationen, dass dann manche Folien nicht kommen, aber egal. Okay, das ist eine Frage, jetzt kommen noch die Fragen, jetzt haben wir noch den Frage noch zuerst, genau. Und zwar möchte Doris wissen, kann nur medizinisches Personal aktive Sterbehilfe leisten, abgesehen von dem Beispiel der Ehefrau und dem Insulin? Man will seinen Partner ja nicht in Schwierigkeiten bringen. Also nochmal zurück, aktive Sterbehilfe darf zumindest legal im Moment in Deutschland gar niemand leisten. Also es geht um diesen assistierten Suizid und das darf im Grunde genommen jeder machen. Er muss natürlich die Möglichkeit haben, an die entsprechenden Medikamente, um die es da in der Regel gehen wird, auch ranzukommen. Gut, danke dafür. Und dann kommt noch eine weitere Frage. Der Andreas möchte wissen, die Vertretung der Psychiater möchte wohl nur ihren Mitgliedern neue Betätigungsfelder sichern. Das kann man bösartig so annehmen. Wobei, also ich meine, diese Art von Bösartigkeit will ich jetzt den Kollegen gar nicht unterstellen. Also der Hauptpunkt ist aus meiner Sicht die eingeengte, also auch wenn ihr mich fragt, die Menschen, die du mit Zustand nach Suizidversuchen als Patienten gehabt hast, da kann ich bestätigen, jawohl, da lagen in 90% psychiatrische oder psychische Probleme zugrunde. Nur die Gegenaussage lautet, wie ich ja an der Grafik mit den Tortenstückchen verdeutlicht habe, in der Realität, wenn es um die Menschen geht, und wir werden das später auch nochmal an der Altersverteilung sehen, die um Sterbehilfe bitten, was ja ein längerer Prozess ist, die entscheiden ja nicht aus Liebeskummer am Samstagabend, jetzt nehme ich Tabletten und Whisky zu mir, sondern das ist ja doch ein längerer Prozess. Das hat eben meiner Meinung nach mit Psychiatrie gar nichts zu tun und da ist aus meiner Sicht meine Fachdisziplin einfach übergriffig, indem Sie sich für die allein selig machende Fakultät halten, die also mit derartigen Wünschen die einzigen sind, die da in Anführungszeichen korrekt sozusagen umgehen können. Und also jetzt komme ich zu einigen Zahlen, Daten, Fakten. Eine weitere Frage habe ich noch im Angebot. Bitte, bitte. Genau, und zwar möchte Richard noch wissen, jetzt kommen die Fragen, gerne weitere Fragen stellen. Wenn in den Ländern mit legalisierter Suizidbeihilfe die absoluten Zahlen gleich geblieben sind, hieße das dann, dass der Anteil der schrecklichen Suizide, wie vor den Zug zu werfen, zurückgegangen ist? Das wäre dann ja positiv. Verstehe, so habe ich das auch lange Zeit interpretiert und dann habe ich aber extra nochmal bei einer Kollegin, die mir da immer sehr gut Antwort gibt, in den Niederlanden nachgefragt. Die Fälle mit legalisierter Suizidbeihilfe gehen in die Statistik mit diesen konstanten Suizidzahlen nicht ein.
Und also diese Frau von der Heide, die das in den Niederlanden sozusagen wissenschaftlich begleitend beforscht, sagt, da haben wir einen Mangel und sie sind auch gerade dabei zu versuchen, das etwas präziser rauszufinden, ob man denn tatsächlich dann auch die Zahl in Anführungszeichen der sogenannten wilden Suizide verringern kann. So, und dann, Frau Janin, habe ich die Möglichkeit, Nahrungsverweigerung zu machen, auch wenn ich mir schon mal eine PEG habe legen lassen. Also solange die betroffene Person noch selber sozusagen das mitteilen kann und das als eine freie Willenserklärung eingeordnet werden kann, kann sie jederzeit sagen, ich ziehe meine Zustimmung zu dieser PEG-Sonde zurück und möchte künftig sozusagen freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten. Alles klar, danke schön. Okay. Dann haben wir die Frage jetzt weiter im Text, genau. Dann haben wir hier eine etwas ältere Publikation, also das habe ich kopiert. Also man sieht hier sozusagen also die Häufigkeit und zwar der ärztlich assistierten oder anderen Lebensbeendigungspraktiken in den Niederlanden von 2000 bis 2015. Und da sieht man schon, also fangen wir mal oben an, die Zahl sozusagen der berichteten Fälle. Das geht hier von etwa 5200 in den 90er Jahren, ist es also bis 2015 auf 7000 angestiegen, also doch eine deutliche Erhöhung. Und was sind die sogenannten Euthanasiefälle, also mit ärztlicher Unterstützung? Das steigt also von 240 auf hier, sind wir, glaube ich, mittlerweile bei, kannst du selber, 800 herum. Also roundabout eine deutliche Zunahme. Und hier also auch nochmal, das ist also der aktuellste Jahresbericht, oder stimmt es? Ich glaube, ich hatte noch einen aktuelleren. Aber 2019, 2021. Genau, hier bin ich jetzt bei den neuesten Daten. So, da war also dann nochmal, also wie viele Fälle von Lebensbeendigung auf Verlangen gab es in den Niederlanden? 7.459. Und wie viele haben sozusagen Hilfe bei der Selbsttötung? Also das wäre das, was bei uns legal ist. Das waren 189, Kombination aus beiden 18. Dann Verhältnis Männer-Frauen, wie man sieht, sehr ausgeglichen. Dann, das hatten wir schon mal, was sind die Krankheiten, die Menschen dazu bewegen, um Sterbehilfe zu bitten, dass da eben die psychischen Erkrankungen im Unterschied zu den Annahmen der Fachgesellschaft Psychiatrie die absolute Minorität ausmachen. Auch die Alterszusammensetzung, weil ja dann heißt, um Gottes Willen, also dann kommen da 13-, 14-, 18-Jährige mit Liebeskummer. Also man sieht hier die unter 30-Jährigen ein minimales, also so ein Stückchen Kuchen würde ja keinen satt machen. Und man sieht eben hier 670 über 90, 2000 zwischen 80 und 90, 2600, und das spricht ja auch nochmal dafür, hier geht es nicht um Menschen mit irgendwelchen seelischen Problemen, sondern das sind Menschen, die eben schwerwiegende körperliche, neurologische oder aber auch Demenzerkrankungen haben, was ja jetzt auch nochmal was anderes ist als eine vorübergehende Depression. Wer leistet sozusagen diese Suizidbeihilfe? Und das finde ich auch sehr erfreulich, weil das macht in meinen Augen den meisten Sinn, wenn ich eben zu einem langjährigen, mich behandelnden Hausarzt Vertrauen habe, der kennt mich, der kennt die familiären Verhältnisse, dass der das dann auch machen soll. Und dann eben noch ein paar Geriater, ein paar Krankenhausärzte, Ärzte in der Facharztausbildung und andere Ärzte. Aber auch das finde ich einen sehr positiven Befund, dass es eben in der Regel dort, wo das legal ist, die Hausärzte sind, die aus ihrem langjährigen Bezug zu den Familien und den Patienten diese Beihilfe leisten. Und dann noch, wo passiert's? Auch das finde ich erfreulich, nämlich zu Hause. Wir waren ja bei einer Gesamtzahl von 7000 und noch was. Und Sie sehen also hier über 6000
dieser assistierten und unterstützten Lebensbeendigungen findet. Zu Hause statt, dann Hospiz, Pflegeheim, Altersheim, Krankenhaus. Also auch das finde ich ein erfreuliches Faktum. So, dann nächstes Intermezzo. Gemeinsam mit Herrn Hegewald, der, glaube ich, heute auch dabei ist, waren wir sozusagen die Vertreter der Deutschen Huntington-Hilfe in einer Diskussion beim Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, wo der sich positionieren wollte mit einem Positionspapier zu dieser Frage. Und also da rechne ich es uns beiden an. Da ist jetzt wieder was durcheinander gegangen. Da fehlt, aber egal. Weil, dann in Worten, ja. Genau, ich mache es Ihnen. Was wir da sozusagen also das steht jetzt auch in dem offiziellen Paper drin, dass die Beratung der sterbewilligen Personen durch geeignete Personen stattfinden soll. Und damit haben wir sozusagen rausgekriegt, dass das nur Ärzte sein dürfen, weil wir gesagt haben, das kann auch jemand von der Huntington-Hilfe sein. Und wo es mir eigentlich drum ging, und auch Herr Hegewald hat mich dabei unterstützt, dass ich gesagt habe, wenn speziell bei der Huntington-Krankheit eine betroffene Person, und dazu werde ich am Ende meines Referats nochmal eindringlich raten, in einer Patientenverfügung klipp und klar und konkret zu Zeiten von geistiger und körperlicher, noch völliger Gesundheit sagt, wenn das und das und das und das so und so eintritt, dann möchte ich nicht mehr leben. Und wenn das dann, was ich auch empfehle, jedes Jahr nochmal erneut durchgelesen, überprüft und für gut befunden, Unterschrift und so weiter, bestätigt wird, dann sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, dass da irgendeine fremde Person noch zugezogen werden soll, die darüber entscheidet, ob ich das frei verantwortlich entschieden habe, ja oder nein. Und also eine Position, die das so bekräftigt und die eben nicht wie die bisher dargestellten Positionspapiere ärztliche Gutachten, gerichtliche Entscheidungen etc. verlangen. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen, dass wir das da so eingebracht haben. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich bin irgendwie durch einen Artikel im Ärzteblatt aufmerksam geworden auf eine Initiative von unter anderem Medizinern, aber auch Juristen. Sie sehen hier unten den Herrn Professor Hilgendorf oder auch den Rechtsanwalt Herrn Putz aus München. Und dann gibt es den Matthias Töns, der ist Palliativmediziner. Dann haben wir in Bochum noch einen von der Mordkommission, interessanterweise dabei, der uns da auch unterstützt, etc. Und wir haben uns eben, der Ausgangspunkt war eben nochmal dieses Verbot von Herrn Spahn über die Herausgabe von Pentobarbital. Und wir haben uns eben im Anschluss an dieses BVG-Urteil positioniert mit einem Paper Umgang mit nachhaltigen Suizidwünschen bei schwerer Krankheit. Und mein Beitrag dazu war der, nochmal klarzulegen, wie kann denn auch der Hausarzt und eben nicht notwendigerweise nur der Psychiater überprüfen, ob jemand seine Entscheidung frei verantwortlich und auf einer freien Willensbildung beruhend getroffen hat. Und dieses Paper ist, glaube ich, auch irgendwo auf den Webseiten der DHH einseh- und abrufbar. Also das jetzt nur zu diesem Hintergrund. Genau, also dann habe ich hier, glaube ich, das Wichtige nochmal raus. Ach so, und das ist die Folie, die ich vorher nicht gefunden habe. Das nämlich sozusagen, genau, dass die Begleitung den konkreten Umständen und persönlichen Bedürfnissen der Betroffenen entsprechend und angemessen sein soll. Also eben keine Vorschriften bezüglich welche Fachgruppe etc. pp. Da sozusagen tätig werden darf. Und wir haben auch gesagt, auch das war sozusagen ein Versuch von einigen, das da reinzubringen, nämlich die Ablehnung jeglicher Art von sogenannter geschäftsmäßiger Suizidhilfe,
wobei ja zumindest die Organisationen in Deutschland sind nicht in erster Linie profitorientiert. Sie nehmen gutes Geld für ihre Leistungen, aber sie sind trotzdem als gemeinnützige Organisationen eingetragen und dienen also jetzt nicht in erster Linie der Bereicherung sozusagen von Einzelnen. Genau, dann habe ich jetzt noch, aber ich kann jetzt hier auch noch mal kurz innehalten, ob es zu diesem, also Paper, was da mit Herrn Töns und den anderen gemacht wurde, oder eben auch das DPWV-Paper etc., ob es dazu noch Nachfragen gibt, weil dann im Folgenden stelle ich diese drei bisher vorliegenden Gesetzentwürfe kurz vor. Solange jetzt wieder Fragen eingegeben werden können, gibt es einen TV-Tipp von Roswitha. Die weist darauf hin, ah, die ist schon vergangen. Am 25. Oktober gab es in der ARD um 23.35 Uhr eine Sendung mit dem Thema Sterbehilfe, Mein Tod, meine Entscheidung. Das wird vielleicht noch in der Mediathek zu finden sein. Danke. Genau, habe ich gesehen, war sehr interessant. Auch die frustranen Bemühungen einiger Menschen waren da eben zu sehen. Also sehr. Und dann gab es ja auch im Anschluss an das BVG-Urteil diesen Film, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, der wurde im ARD-Fernsehen gezeigt. Da ging es um eine Verhandlung, wo es darum ging, dass ein Ehemann, der sagte, ohne dass ich Depressionen habe oder irgendwas mit mir nicht stimmt, mag ich nach dem Tod meiner Frau und deren qualvollen Ende nicht mehr weiterleben. Also die Bedingungen sozusagen einer freien Willensentscheidung waren eigentlich gegeben. Und das Ganze wurde jetzt vor Gericht sozusagen verhandelt, ob man dem die Möglichkeit geben soll, seinem Leben ein Ende zu setzen. Ja, nein, das war von diesem von Schirach. Neffen ist es, glaube ich, von Baldur oder Großneffe. Ja. Ja, Ergänzung von Richard, der darauf hinweist, den Film gibt es auch auf YouTube. Okay. Danke dafür, dann werden wir ihn finden. Weitere Frage zu mir nicht, von daher gerne weiter. Gut, also dann, was macht die Politik, die, ich sage nochmal, eigentlich gar nicht aufgefordert ist, Gesetze dazu zu entlassen, sondern der BVG hat gesagt, ihr müsst halt sozusagen das konkrete Prozedere, wie man da vorgehen soll, irgendwie festlegen. Aber es gibt eben drei Gesetzentwürfe und man sieht also jetzt hier hoffentlich, also zum Beispiel hier haben wir, die ich identifizieren kann, Petra Pau, die ist ja definitiv von der Partei Die Linke, dann Katrin Göring-Eckardt, die ist von den Grünen. Die anderen kann ich jetzt auf die Schnelle nicht zuordnen. Interessant finde ich, dass von Loriot auch Herr Hoppenstedt den Weg in diese Gesetzesinitiative gefunden hat. Und die sind also ganz restriktiv und sagen, nein, also die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe, die soll weiterhin verboten werden. Oder auch hier in Anlehnung an Herrn Spahn, der Zugang zu Suizidmitteln ist zu reduzieren und mit geeigneten Schutzkonzepten zu versehen und dann eben also wieder aus Sicht sozusagen der Psychiatrie deutschlandweite Suizidpräventionsdienste mit verschiedenen Akteuren und so weiter, Förderschwerpunkt der Suizidprävention. Das ist im Übrigen etwas, also wo ich zum Beispiel sage, die Akteure, die sich da in Psychiaterkreisen besonders stark machen, da gibt es eine Kollegin aus Dresden, die hat einen Sonderforschungsbereich Suizidprävention, dass die natürlich großes Interesse daran hat, ihre Fördertöpfe zu füllen und zu verbreitern, ist verständlich, aber prägt eben auch ihre Einschätzung zu dem Ganzen. Dann eben auch also, dass man immer auf Hilfsangebote hinweisen kann, wobei ich auch da sage, also diese schwerkranken Menschen, die irgendwann nicht mehr wollen, die sind in der Regel über alle Angebote und Möglichkeiten der Palliativmedizin, der palliativen Pflege informiert und sagen, ja, ich habe das zum Teil auch kennengelernt, das sind ehrenwerte, gute Leute, aber ich mag es nicht mehr.
Also dieser Gesetzentwurf, wie ja schon der Titel Suizidprävention stärken, selbstbestimmtes Leben und eben nicht Sterben ermöglichen, der ist sehr restriktiv. Dann gibt es also hier den nächsten. Da sind also auch wieder, da ist schon mal Kevin Kühnert von der SPD mit dabei. Und also ich kann sie jetzt nicht, aber jedenfalls, es geht quer durch die Parteien. Und was sagen die? Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben. Die sagen also ja, also das Gesetz soll also das Recht auf selbstbestimmtes und auf freier Willensbildung beruhendes Sterben sozusagen stärken. Es soll Sterbewilligen einen sicheren Zugang ermöglichen. Niemand ist verpflichtet, dabei zu helfen und so weiter. Und dann geht es also darum, dass also dem Sterbewilligen alle Möglichkeiten der Medizin vorgetragen werden müssen und so weiter. Und dann aber auch hier wiederum, dass ein zweiter Arzt und so weiter die nicht der Weisung des anderen Arztes oder anderen Ärzten unterliegen dürfen, die sollen, also da wird zumindest auch wieder, geht es um die zweite Meinung, die einzuholen ist, also ganz frei sozusagen von Beschränkungen des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben ist auch dieser Gesetzentwurf nicht. Und dann heißt es, also da muss ein Antrag gestellt werden, wenn Sie die Medikamente haben wollen, und über den Antrag entscheiden nach Landesrecht zuständige Stellen. Und was muss alles sozusagen nachgewiesen werden? Schriftliche Niederschrift der zuständigen Stelle, nicht älter als einen Monat. Was sind die Ursachen für den Sterbewunsch? Ist er dauerhaft und so weiter? Ist er frei von Druck, Zwang und so weiter? Und warum sind andere Angebote nicht geeignet, den Sterbewunsch, wie es hier heißt, zu beseitigen? Dann eben weitere Voraussetzungen. Sie müssen sich von einer zugelassenen unabhängigen Beratungsstelle zweimal beraten lassen im Abstand von mindestens 2, höchstens 12 Monaten und so weiter und so weiter. Also auch hier kann man sagen, zwar schon in Anführungszeichen besser als Gesetzentwurf Nummer 1, weil er also grundsätzlich da das Ziel hat, sozusagen dieses Recht auf freie Lebensbeendigung zu ermöglichen, aber doch auch hier mit Doppelberatungsinstanzen einer Landesbehörde, die entscheiden soll und. Genau, dann eigenhändig und so, also das haben wir alles soweit klar. Und dann gibt es eben den dritten, und das ist der sozusagen liberalste Gesetzentwurf. Da sind auch entsprechend dabei, wo haben wir sie? Also Herr Lauterbach ist da mit von der Partie, dann eben auch Abgeordnete der FDP. Ich dachte, ich hätte da, genau hier, also die ja zurzeit die oberste Verteidigungsministerin ist, Frau Dr. Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Und den finde ich jetzt, also hier Christian Lindner ist dabei, Kubicki von der FDP, aber auch SPDler und. Und die sagen also, jeder, der aus autonom gebildeten freiem Willen sein Leben beenden möchte, hat das Recht, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder darf einen anderen und so weiter Hilfe leisten und ihn bis zum Eintritt des Todes begleiten. Keiner kann verpflichtet werden, Hilfe zu leisten und so weiter. Niemand darf untersagt werden, Hilfe zu leisten oder Hilfeleistungen zu verweigern. Und dann gibt es eben Ausführungen, was ist der autonome Wille, und das ist eben die Möglichkeit zur Beratung geben soll und. Also das ist, wenn überhaupt, der Gesetzentwurf, der also sozusagen die Sache am offensten und liberalsten zu handhaben versucht. Dann gibt es noch den Ethikrat, der sollte dazu eine Position abgeben, hat er aber nur sehr begrenzt gemacht. Er hat sich also er hat keine konkreten Regelungsempfehlungen ausgesprochen, sondern hat eben gesagt, und diese Frau Buix, die ist da auch einigermaßen offen, dass es eben darum geht,
tatsächlich die Voraussetzungen frei verantwortlicher Suizidentscheidungen zu präzisieren und so weiter und die unterschiedlich gelagerten Verantwortungen aufzuzeigen. Also sie tendieren nach meinem Verständnis auch eher sozusagen in die Richtung einer eher liberalen und offenen Handhabung. Also das lese ich jetzt nicht, aber das kann man ja alles nachlesen. So, dann komme ich sozusagen zum letzten oder vorletzten Abschnitt meiner Präsentation. Was können denn Betroffene, Angehörige etc., was können und sollen wir tun? Wichtig ist eben eine Patientenverfügung und auch eventuell Betreuungsverfügung und oder auch eine umfassende Vollmacht. Also mit einer Patientenverfügung lege ich allgemein fest, was unter welchen Bedingungen ich an medizinischen Behandlungen etc. in Anspruch nehmen möchte und was nicht. Ich kann auch genau festlegen, wann für mich ein Weiterleben keinen Sinn macht und ich dann den Wunsch habe, dass man mir behilflich ist, meinem Leben ein Ende zu setzen. All diese Dinge kann ich mit einer Patientenverfügung festlegen. Neuerdings, also da gibt es neuere Rechtsprechung, dass es eben nicht mehr als ausreichend erachtet wird, zu schreiben, also ungefähr, wenn mein Leben keinen Sinn macht, dann will ich nicht mehr weiterleben, sondern der Gesetzgeber verlangt, dass also relativ konkret benannt werden soll. Also ich hatte das ja vorher in Bezug auf Huntington schon mal angedeutet, was sind solche möglichen konkreten Festlegungen, wenn ich ohne fremde Hilfe ständig bettlägerig bin, wenn ich auf Inkontinenzmittel angewiesen bin, wenn eine orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme nicht mehr möglich ist, wenn ich nicht mehr sinnvoll mit meiner Umgebung kommunizieren kann und. Also so sollte man das möglichst präzise festlegen. So, dann kann ich, also wenn in einer Familie ein gutes Einvernehmen besteht, dann lautet meine Empfehlung, dann machen Sie ergänzend zu dieser Patientenverfügung, erteilen Sie einem Mitglied der Familie eine Generalvollmacht, die nämlich dann beinhaltet, dass der Bevollmächtigte sozusagen berechtigt ist, meine in der Patientenverfügung niedergelegten Wünsche und so weiter auch durchzusetzen. Wenn ich das nicht habe, dann kann es ja sein, dass irgendwann entschieden wird, jetzt ist der Mensch nicht mehr in der Lage, seine Angelegenheit, wie es so schön heißt, selbst zu besorgen und er wird unter eine Betreuung gestellt. Aber auch für diesen Fall habe ich die Möglichkeit, also im Grunde genommen ist schon ein Betreuer eigentlich nach dem Gesetz daran gehalten, auch das durchzusetzen, was ich in meiner Patientenverfügung niedergelegt habe. Ich kann aber speziell auch nochmal im Rahmen einer Betreuungsverfügung sagen, sollte ich jemals unter Betreuung gestellt werden, dann soll mein gesetzlicher Betreuer das und das und das und das wieder analog zur Patientenverfügung für mich durchsetzen. Wichtig, und ich meine, das, ich habe ja auch schon Seminare zu diesen Themen immer bei den Jahresversammlungen gemacht. Wichtig jetzt und nicht später. Also wir schieben das alle gerne vor uns hin, aber es macht irgendwann durchaus Sinn, sich da dran zu machen, auch für nicht Huntington-Betroffene macht so etwas Sinn, weil die kann auch von heute auf morgen irgendein Schicksal ereilen. Aber speziell natürlich auch für Menschen, die wissen, ich werde irgendwann möglicherweise oder auch gesichert die Symptome dieser Krankheit entwickeln, machen sie das frühzeitig. Dazu habe ich ja auch schon mal schriftlich bei der Geschäftsstelle gibt es da Vorschläge, wie man so etwas abfassen sollte. Also da ging es zum Beispiel gerade bei Huntington, wenn jetzt da drin steht, wenn ich dem Tode nahe bin, wünsche ich keine lebensverlängernden Maßnahmen. Dann habe ich in den Gruppentreffen da immer gesagt, ja, auf unserer Huntington-Station in Taufkirchen kam es so und so oft vor, dass einer sich beim Mittagessen verschluckt hat. Und dann fängt er an,
erst rot und dann blau anzulaufen, weil er keine Luft mehr kriegt. Und es ist ein einfacher, das sogenannte Ehrlich-Manöver, mit dem ich also diesen Brocken Fleisch oder was immer es sei, wieder rausbringe. Und das meint ja niemand mit, wenn ich den tue. Aber genau deswegen soll man das eben präzise festlegen, was man damit gemeint ist. Und hier sind nochmal Beispiele für konkrete Bedingungen, die ich da formulieren kann. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, das muss man beim Notar machen, das muss man nicht. Auch eine Generalvollmacht muss nicht notariell beglaubigt sein. Wenn jemand das wünscht, kann man sie entweder beim Notar oder beim Vormundschaftsgericht hinterlegen. Und es gibt mittlerweile auch so eine bundesdeutsche Datenbank, wo man seine Patientenverfügung hinterlegen kann. Wobei ich allerdings aus eigener klinischer Erfahrung sagen kann, die wenigsten Ärzte fangen an nachzufragen. Also man wird, wenn es gut läuft, bei Klinikaufnahme vielleicht gefragt, gibt es eine Patientenverfügung? Aber dass irgendjemand sich die Mühe macht, bei dieser Datenbank anzufragen, wenn jemand zum Beispiel nicht mehr auskunftsfähig ist, ob es da eine hinterlegte Patientenverfügung gibt, ist äußerst selten. Dann hatte ich ja auch schon gesagt, jährliche Überprüfung und erneute Unterschrift ist sinnvoll. Und es ist auch sinnvoll, eben rechtzeitig sich einen Arzt des Vertrauens zu suchen, der dann eben auch sozusagen mit einem auf einer Wellenlänge versteht und einsieht, warum es eben insbesondere für einen Huntington-Patienten unter Umständen sinnvoll ist, über einen assistierten Freitod sozusagen nachzudenken und dann eben auch jemanden zu haben, der einem dabei zur Seite steht. Was ich interessant finde, auch das, es gibt ja nach wie vor Ärzte und Kliniken, die sagen, Patientenverfügung hin, Patientenverfügung her. In dem Moment, wo der sich nicht mehr äußern kann, kann ich ja sozusagen von seinem mutmaßlichen Willen und meiner hippokratischen Verpflichtung Gebrauch machen, dass ich den dann wieder versuche, zum Leben zu erwecken. Und da ist also auch durchaus, gibt es also Rechtsprechung, die geht sogar in die Richtung, dass also, wenn lebenserhaltende Maßnahmen gegen den ausdrücklichen Willen von Betroffenen durchgeführt werden, dass das haftungsrechtliche Folgen haben kann. Was könnte sowas sein? Einer lebt 1,5 Jahre länger im Pflegeheim, weil das Pflegeheim nicht bereit ist, seinem Wunsch nach Lebensbeendigung in irgendeiner Weise Folge zu leisten, dann könnte mit diesem Gerichtsurteil potenziell das Pflegeheim verdonnert werden, zu sagen, die Kosten für diese 1,5 Jahre Pflege, die übernehmt aber gefälligst ihr, weil ihr habt da dem Willen des Patienten eben nicht entsprochen. Also will der Patient sozusagen tatsächlich selbstbestimmt sterben, dann tritt die Schutzpflicht sozusagen hinter dem Selbstbestimmungsrecht zurück und daraus folgt juristisch, dass das unter Umständen auch haftungsrechtlich relevant werden kann. Dann, das hatte mir eben ein Kollege, mit dem ich mich darüber ausgetauscht habe, was kann man denn machen, wenn man dieses Pentobarbital nach wie vor nicht bekommt. Dann hat er eben mir berichtet über eine Suizidbegleitung bei amyotropher Lateralsklerose unter Einsatz von Trapanal. Das ist auch ein opioidhaltiges Betäubungs- und Schmerzmittel. Und dass das also gut gegangen ist. Unter den bisherigen Bedingungen macht er das nach wie vor so. Er nimmt sich also jemanden als Zeugen mit und dokumentiert das alles ganz genau. Und dann muss er ja, wenn er ehrlich ist, wenn er selber die Todesbescheinigung ausfüllt oder aber wenn jemand anders kommt, dann wird man ja unter Umständen ankreuzen, nicht natürliche Todesursache. Und wenn angekreuzt wird auf einem Totenschein nicht natürliche Todesursache, dann zieht das zunächst mal automatisch polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen nach sich. Und also in diesem Fall war es dann auch tatsächlich so, dass eine Staatsanwaltschaft dann ermittelt hat und das Verfahren ist noch anhängig. Aber in letzter Zeit ist es also durchaus so, dass also in diesen Verfahren keine weiteren Konsequenzen erfolgen.
Genau, und das war jetzt nochmal die Frage, was ist denn gerade bei Huntington, wenn ich gar nicht mehr in der Lage bin, das todbringende Mittel einzunehmen? Und da war eben nochmal diese Geschichte, dass eine Frau freigesprochen wurde, die ihrem Mann, der hat zunächst mal angefangen, sich selber Insulin zu spritzen in Überdosis, aber es hat nicht gereicht. Und dann hat sie ihm die letztlich tödliche Dosis aktiv gespritzt. Das würde ja theoretisch, juristisch unter den Tatbestand der aktiven und damit verbotenen Sterbehilfe oder Tötung auf Verlangen fallen. Und da hat also der BGH, ich kann das Juristische jetzt und so weiter, da ging es also darum, A, kann man die Frau an den Kanthaken kriegen, weil sie nicht rechtzeitig den Notarzt gerufen hat. Und also die Strafbarkeit wegen Unterlassens kommt wegen Einstandspflicht nicht in Betracht, weil zuvor mit freiem Willen der Sterbewunsch geäußert wurde. Und selbst da sagen die, das Insulin hat sich zwar letztlich als Todesursache erwiesen, aber auch ohne das Zutun wäre der Mann später gestorben, weil er vorher alle im Haus verfügbaren Medikamente eingenommen hatte. Also das ist jetzt noch nicht, er hat immer den Wunsch geäußert zu sterben und so weiter. Dann hat er am 7. August einen Abschiedsbrief geschrieben und nochmal der Frau verboten, einen Arzt zu rufen. Er hat dann selbst Medikamente eingenommen. Und dann aber seine Frau, weil es noch nicht gewirkt hat, darum gebeten, ihm die letzten Insulinspritzen zu geben. Und er schlief ein. Die Frau kontrollierte regelmäßig die Lebenszeichen und stellte dann irgendwann den Tod fest. Und jetzt war die Frage, hat sie sich damit sozusagen strafbar gemacht wegen Beihilfe zum Suizid? Und früher ist eben jemand, wie man hier unten sieht, zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil sie sozusagen aktiv handelnd die letztlich tötenden Insulinspritzen gegeben hat. Aber der BGH hat das also dann freigesprochen und so weiter. Und also die Begründung, gibt sich der Suizident und so weiter in die Hand des anderen, um duldend von ihm den Tod entgegenzunehmen, hat dieser die Tatherrschaft, behält der Sterbewillige dagegen bis zuletzt die freie Entscheidung, dann tötet er sich selbst, wenn auch mit fremder Hilfe. Also ich bin kein, also Juristen, was ich damit aber sagen will, ich sehe da ein Türchen, was sich öffnet in die Richtung, dass wir vielleicht auch eines Tages eine Lösung finden für die bislang noch verbotene aktive Sterbehilfe bei Menschen, die das eben in gesunden Zeiten klar geäußert haben, wann und wie, und die dann aber, wenn es soweit ist, nicht mehr dazu in der Lage sind. Gut, und das ist jetzt hier noch die ganze juristische Begründerei und so weiter. So, und dann noch letzter Abschnitt und dann bin ich für weitere Fragen und Diskussionen gerne bereit. Wie gesagt, nochmal dieser freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Das hat ein Kollege, Herr Bickhardt, der war damals Chefarzt der Inneren Medizin in Erding, war Vorsitzender des dortigen Palliativvereins und hat also schon in 2014 diesen Artikel geschrieben. Ich mache es jetzt mal kurz. Wenn jemand sich dazu entscheidet, dann ist es so, dass wenn, also dann wird eben empfohlen, eine professionelle Mundpflege, um diesem borkig werden und Aufspringen von Lippen, wenn ich keine Flüssigkeit mehr zu mir nehme. Und da gibt es ja heutzutage so Zitronenstickse und so weiter, mit denen man das machen kann. Dann sagt er eben auch, und das ist hier im Kleingedruckten, aber ist ja wurscht, dass also der somatisch, das ist die mittlere Spalte, wie ist der Verlauf? Das Hungergefühl ist an den Appetit gebunden, der beim Fasten, aber auch bei PEG-Ernährung meist innerhalb von 3 Tagen verschwindet. Heilfastende berichten regelmäßig von euphorischen Gefühlen. Ursache ist die Bildung von Ketonen und so weiter, die das Opioid-System im Gehirn aktivieren. Das im Mundraum entstehende Durstgefühl ist im Gegensatz dazu lange anhalten und lässt sich durch gute Mundpflege beherrschen. Und er sagt eben und bezieht sich da auch auf wissenschaftliche Arbeiten, dass also die Nichtaufnahme von Nahrung, das kennen ja auch manche Leute vom freiwilligen Heilfasten etc., dann sogar
zu so einer Euphorisierung führt und eben nicht sozusagen dieses qualvolle Sterben darstellt, was von den meisten Menschen da berichtet wird. Übrigens in dem Film, den die Frau Moser jetzt auch nochmal empfohlen hat auf Arte, da wird auch nochmal der Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit von einer, die das in Eigeninitiative probiert hat, als quälend dargestellt, hat aber meiner Meinung nach damit zu tun, dass eben da gute Mundpflege etc. und eben auch gute soziale, psychische und spirituelle Betreuung nicht gegeben waren. Und also er sagt eben, der Entschluss zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit gehört zu den seltenen Ausnahmen, ist eine ganz eigene, aber uralte Form des natürlichen Lebensbeendigens. Indianer, die da auf den Berg sich zurückgezogen haben und so weiter. Menschen auf diesem Weg nicht ärztlich zu begleiten, hieße unethisch handeln. Und dann bezieht er sich sogar noch auf den früheren Präsidenten der Bundesärztekammer, den Professor Hoppe. Der habe auf Befragung dazu gesagt, ja, auf diese Weise ist auch meine Schwiegermutter gestorben. Sie war 84, hatte eine partielle Demenz und einen Tumor. Sie fühlte sich nicht mehr kommunikationsfähig. Sie hatte keine Depression, immer noch einen klaren, festen Willen. Sie hat niemand gebeten, ihr mit einem Medikament zu helfen, sondern hat sich entschieden, durch Verhungern aus dem Leben zu scheiden. Ihr Hausarzt hat sie begleitet. Er fühlte sich völlig im Recht. Ich habe ihn dabei unterstützt. Will nur sagen, auch das ist theoretisch eine Möglichkeit, dass ich mich zum Beispiel in meiner Verfügung beschränke und sage, wenn ich nur noch sozusagen nicht mehr oral ernährt und mit Flüssigkeit versorgt werden kann, dann möchte ich weder Infusionen und Nahrung zu mir nehmen, dann möchte ich freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten. Und also wir hatten noch zu meiner Zeit in Taufkirchen, hatten wir einige ganz wenige Patientinnen, wo das so der Fall war. Es hat mich dann auch viel Überzeugungskraft bei den Kolleginnen und Kollegen Mitarbeitenden gekostet, weil es natürlich für uns alle, die wir ja primär dazu ausgebildet sind, zu helfen, zu unterstützen, zu therapieren, einfach sozusagen geduldig und unterstützend mit ansehen zu müssen, wie jemand eben nicht qualvoll, aber doch auch langsam aus dem Leben sich verabschiedet, dass das eben für alle Beteiligten nicht so ganz einfach ist. So, dann war es ja doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Und wir haben noch ausreichend Zeit für Fragen und Diskussionen. Prima. Also erstmal vielen Dank für die Aufbereitung all der Inhalte und für den sehr verständlichen Vortrag, Matthias. Ja, es sind tatsächlich einige Fragen noch gekommen, gerade zum letzten Block mit Thema Patientenverfügung und ja, den richtigen Zeitpunkt zu finden, fragt Nicole. Was ihr ständig durch den Kopf geht, wie verpasst man den richtigen Zeitpunkt des assistierten Suizids nicht, daher, wenn man noch urteilsfähig ist, dass man deine Kriterien eben auch mit genannt hat, ist, oder? Also Punkt A, wirklich genau festlegen, unter welchen Bedingungen tritt sozusagen mein Sterbewunsch in Anführungszeichen in Kraft. Dann macht es gerade mit der Konstellation, dass ich eben durch kognitive Verluste etc. im Rahmen der Huntington-Krankheit in eine Situation geraten kann. Und ich denke, das meint die Fragestellerin, wo ich das selber gar nicht mehr entscheiden kann, ist jetzt der richtige Moment ja oder nein? Und da macht es eben, wenn es hoffentlich vertraute Personen im Umfeld gibt, Sinn, mit denen darüber zu sprechen, um die dann eben zum Beispiel auch im Rahmen der angesprochenen Vollmacht dazu ermächtigen, in der Situation, wo ich das eben selber nicht mehr erkennen und entscheiden kann, auf meine früher geäußerte Patientenverfügung und Willenserklärung zurückzugreifen. Also so kann man meiner Meinung nach dieses Dilemma am ehesten lösen. Genau, dann noch in Ergänzung, ein Link, den ich gleich mit veröffentliche, jetzt bezogen auf die Schweiz, für eine Vorsorgevollmacht. Ich habe auch gleich noch einen Link auf der
Internetseite Deutschen Huntington-Hilfe haben wir auch, Matthias, das Material von einem Workshop von dir von vor ein paar Jahren, verschiedenste von den Positionspapieren, die gerade auch schon besprochen wurden, und auch ein aktuelles, ja, ein Infoblatt. Da gibt es verschiedene Informationen. Den Link teile ich auch gleich noch. Genau, also da brauchen wir, in der Hinsicht brauchen wir mal ausnahmsweise die Schweiz nicht. Es gibt also sowohl vom Bundesgesundheitsministerium, von den Landessozialministerien, dann aber auch von den Gesundheitsämtern in den Städten, findet man also auf deren Webseiten sozusagen Vorschläge für die Abfassung von Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen etc. Also da gibt es reichlich Material, was man sich da, und wir haben ja auch auf der DHH-Webseite entsprechende Links, glaube ich, eingestellt, wo man sich da informieren kann. Und wir hatten auch schon ein separates Online-Seminar, gerade auch zum Thema mit einer Juristin auch. Genau. Von Richard kommt schon der erste Dank, das freut uns sehr. Und auch eine ergänzende Frage: Gibt es denn einen Unterschied zwischen Beihilfe zum Suizid, wie geschildert, und einer Sedierung oder ähnlich, oder einer Abschaltung von Maschinen, die es ja auch aktuell gibt? Genau, also mit dieser Sedierung, das hatte ich ja eingangs mal kurz angesprochen, ist in meinen Augen so ein bisschen Rosttäuscherei, mit der sich die Palliativmedizin ein bisschen darum schwindelt, zu sagen, wir machen keinen assistierten Suizid, sondern wir behandeln ja nur Schmerzen etc. In Wirklichkeit ist es aber durchaus häufig so, dass eben erhöhte Dosierungen von opiathaltigen Schmerz- und Beruhigungsmitteln genau mit dem Ziel eingesetzt werden, die Leidenszeit zu verkürzen, aber es firmiert eben nicht unter assistiertem Suizid. Das Abschalten von Maschinen, das läuft unter der Rubrik assistierter Suizid beziehungsweise Befolgung, also von Wünschen. Das ist ja keine aktive Tötung, sondern ich nehme durch das Abschalten von Maschinen sozusagen den möglichen Tod billigend in Kauf. Und wenn das eben in einer Patientenverfügung entsprechend definiert wurde, wann das geschehen soll, dann fällt es wieder unter die Haftungspflicht, dass man sagen kann, wenn der dann also 3 Wochen im Krankenhaus noch immer an der Beatmung und sonst was hängt, obwohl die Bedingung, die in der Patientenverfügung klar benannt war, wann medizinische und therapeutische Maßnahmen einzustellen sind, dann hat es unter Umständen sogar haftungsrechtliche Konsequenzen. Prima, danke. Janine fragt, darf ich aus Deutschland in die Schweiz gehen, um die aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen? Ja, also man kann sich auch als Externer oder als Nicht-Schweizer kann man sich bei der schweizerischen Organisation Dignitas bewerben. Da ist es genauso, glaube ich, wie in Deutschland, dass die Kosten sind relativ hoch. Also ich weiß von einer Münchner Familie, die ich betreut habe, dass da auf Wunsch des Patienten ist er mit seiner Mutter in die Schweiz gefahren. Das Ganze hat ungefähr, glaube ich, umgerechnet an die 5.000 Euro gekostet. Und die heimkehrende Mutter hat sich dann mir gegenüber auch dahingehend geäußert, dass sowohl sie als auch der Sohn, also das Ganze ist friedlich und so weiter vonstatten gegangen, aber beide haben bedauert, warum können wir das nicht genauso friedvoll bei uns zu Hause haben. Also konkrete Antwort, ja, ich kann als Deutsche mich auch in der Schweiz sozusagen melden und bewerben. Die wollen allerdings dann auch ärztliches Zeugnis über die Schwere der Erkrankheit. Aber genauso kann ich auch der Gesellschaft für humanes Sterben beitreten. Und da, ich glaube, der trat auch damals in diesem Arte-Film auf oder irgendwo war eine Diskussion, wo also er deutlich wurde, dass mit den relativ humanen Jahresbeiträgen sich man eine deutlich reduzierte Kostenlast sozusagen erzeugt, wenn man dann sozusagen diesen Todeswunsch hat.
Das war, glaube ich, in diesem Arte-Film. Also da ging es auch um einen Bochumer Neurologen, der im Auftrag so einer Sterbehilfeorganisation durch die Lande führt und bei entsprechenden Voraussetzungen dann eben auch diesen assistierten Suizid durchführt. Mhm. Ein Dr. Bittel oder so ähnlich. Okay, gut. Jetzt noch eine Ergänzung von Nicole. Moment, die Silke, die zuhört, sagt, das war auf WDR und wie hieß die Sendung? Sie guckt gerade noch, vielleicht kriegen wir es noch raus. Genau. In der Zwischenzeit weist Nicole darauf hin, dass es bei der Schweizer Organisation Exit steht, dass die keine Ausländer aufnehmen. Okay, aber also Dignitas, das weiß ich, genau. Und Sterbehilfe, also es gibt inzwischen in Deutschland, ich habe da auch nicht den Totalüberblick, also es gibt verschiedene Organisationen, es gibt Gesellschaft für humanes Sterben, aber auch noch einige andere und da kann man sich ja ganz konkret nach den Konditionen etc., ja, die es gibt, erkundigen. Ja, genau, weil das war gerade der Hinweis von Andreas, der angesprochen, bietet der Verein Sterbehilfe Deutschland nicht auch eine Suizidunterstützung in Deutschland an? Kann gut sein. Ja, genau. Und Frau Silke, waren Sie erfolgreich? Noch nicht. Noch nicht, versuchen wir noch. Okay. Der Frageblock ist erstmal wieder abgearbeitet. Vielen Dank dafür. Ich habe abschließend noch schon, wie besprochen oder versprochen, noch einige Seiten. Und zwar ist das der Link, wo die alle Informationen gesammelt sind. Die Rubrik heißt bei uns Zukunftsplanung. Da sind die Sachen mit Patientenverfügung und Ähnlichem hinterlegt. Da kann man mal nachgucken, da findet man das. Genau, als Ansprechpartner stehen wir allen zur Verfügung. Wir können nicht im Detail all diese Beratungen und all die Fragen beantworten, so wie es jetzt Matthias heute gemacht hat, aber wir stehen auf alle, wir haben ein offenes Ohr, bitte kommen Sie auf uns zu, sei es in der Beratungsstelle, wie auch die verschiedenen Ansprechpartner, auch in Landesverbänden, regional, und insbesondere nutzen Sie auch die Gelegenheit, auch die Themen mal zu besprechen, wie sehen andere welche Gedanken haben Sie dazu, gehen Sie in Austausch mit anderen, sei es bei einem von unseren Online-Treffen, wie auch in regionalen Gruppen, nutzen Sie die Gelegenheiten, ja, auch andere Ansichten mal zu hören. Und genau, zum Thema Online-Seminar wollte ich abschließend noch sagen, die Unterlagen werden zur Verfügung gestellt werden. Es gibt auch einen WHH-YouTube-Kanal, da werden wir die Aufzeichnung hochladen und möchte hinweisen auf das bevorstehende Online-Seminar mit der Professor Dr. Katrin Reetz, das ist Anfang nächsten Jahres, zum Thema nicht-medikamentöse Therapie bei der Huntington-Krankheit. Anmeldung ist noch möglich dazu. Das wollte ich abschließend noch sagen. So, ich habe es gefunden. Ja, sehr gut. Also das ist WDR. Wer hilft mir beim Sterben? Fragezeichen. Die Story. Und das lief zunächst mal am 20.04.22 und ist auch inzwischen auf YouTube. Mhm. Okay, ich glaube, das war's. War nicht das, heißt es. War nicht das, gibt noch was anderes. Also Roswitha ergänzt gerade, lieber Herr Professor, das war Herr Johann Spittler und lief in der ARD. Vielleicht gibt es auch verschiedene Beiträge. Genau. Das war's. Einiges darauf. Okay, ja. Ah, super. Prima, danke schön. Gemeinsam sind wir stark. Genau, der Link wurde schon geschickt. Prima, den können wir veröffentlichen. Danke dafür, Richard. Genau, Nicole bedankt sich, wünscht einen schönen Abend. Das wünschen wir auch. Genau, wir haben aber noch... noch eine Frage, die Janine möchte wissen. Gibt es bei minderjährigen fortgeschrittenen Erkrankten etwas zusätzlich zu beachten, wenn durch eine zusätzliche geistige Behinderung die Urteilsfähigkeit zusätzlich eingeschränkt ist? Entscheiden dann allein die Eltern? Puh. Also soweit ich das Juristische verstehe, geht man also bei der bisherigen Gesetzgebung doch schon immer von Volljährigkeit beziehungsweise der Fähigkeit aus der freien Willensbildung. Und ich hatte ja am Anfang waren ja diese vier Kriterien, weil die freie, also wir kennen im medizinisch-juristischen Kontext, kennen wir Testierfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, Einwilligungsfähigkeit. Also was der Gesetzgeber in seinem Urteil da formuliert hat, von wegen freie Willensbildung etc., ist eigentlich nicht definiert. Und ich hatte ja in meiner Präsentation, gab es diese vier Dinger, also der muss frei sein von psychischer Erkrankung, der muss informiert sein über alle alternativen Behandlungsmöglichkeiten und, der muss frei sein von sozialem Druck,
und was war egal. Und also das, denke ich mal, sind Bedingungen, die so von einem Minderjährigen noch dazu mit einer geistigen Behinderung schwerlich einzuhalten sind. Hier ist noch die Kombination geistige Behinderung und die juvenile Form der Huntington-Erkrankung. Also da wird man wohl, so, also jedenfalls auf juristischer Ebene lässt sich, denke ich mal, dieser Fall nicht lösen, weil natürlich auch Juristen unter Umständen sagen werden, selbst wenn da sozusagen die Erziehungsberechtigten auch die Entscheidungsträger sind, in einer solch wichtigen Frage können wir, da kann man jetzt nicht sagen, die Eltern haben das beschlossen, dass also das Kind nicht mehr weiterleben soll. Also das, denke ich, ist ganz, ganz schwierig. Und also wenn überhaupt, würde man da mit einem Arzt drüber sprechen müssen, der die Familie gut kennt, der die Hintergründe gut kennt. Weil nur zur Erinnerung, also wir haben ja das Thema in Deutschland auch das wird übrigens die Karte immer wieder gern gezogen, die schrecklichen Erfahrungen während der Nazizeit mit der ganzen Ermordung psychisch Kranker, wo ja auch Kindermorde dabei waren. Und da gibt es dokumentiert durchaus auch Fälle, wo entsprechend auch der Nazi-Ideologie auch einzelne Eltern aktiv zugestimmt haben, aus den verschiedensten Motiven, dass ihre Kinder getötet werden sollten. Also das ist nach meiner Kenntnis durch die jetzige an und für sich positive Entwicklung, was den Erwachsenenbereich anbelangt, ist diese schwierige Einzelfrage auf dem juristischen Hintergrund, den wir momentan haben, nicht zu lösen. Danke dafür. Dann haben wir abschließend noch den Dank von Richard für die kompetente Zusammenfassung. Ich doch nicht ganz zum Schluss. Auch Stefanie sagt, danke, dass du und all die anderen schlauen Köpfe natürlich dich so wunderbar für uns einsetzt und immer wieder über alle Kanäle, die als Arzt zur Verfügung stehen, versuchst, uns zu helfen und für uns und unsere Belange mit unserer Erkrankung einstehst. Drücke dich von Herzen, Stefanie. Gebe ich gerne so weiter. Wunderbar, danke schön. Gut. Dann auch nochmal von mir an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, Matthias, für die Aufbereitung all der Inhalte, die Vermittlung dessen und genau, wünsche allen einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald. Jo. Tschüss. Tschüss zusammen.